Ein kompakt schlanker und preislich attraktiver Markenroller, so präsentiert sich Hondas PCX 125. Der Einzylinder-Viertaktmotor ist 11,7 PS stark. Die Kraftübertragung erfolgt über ein Variomatic-Getriebe. Der Honda PCX 125 ist dank seiner kompakten Abmessungen sehr wendig und spritzig. Als Besonderheit verfügt der PCX 125 über ein Start-Stopp-System. An der roten Ampel schaltet sich der Motor nach 3 Sekunden ab und wird automatisch durch einen Dreher am Gasgriff wieder gestartet. Durch das Start-Stopp-System verspricht Honda eine Verbrauchsersparnis von 3%. Neben dem großen Helmfach unter der versperrbaren Sitzbank ist vorne noch ein Handschuhfach vorhanden. Mit dem PCX 125 ist man knapp 100 km/h schnell, somit sind auch Autobahnetappen möglich. Für 125er Roller ist entweder die Führerscheinklasse A1 erforderlich und wer schon länger als 5 Jahre den Pkw-Führerschein besitzt, kann mit der Ausbildung zum Code 111 auch einen 125er Roller lenken. Honda positioniert den PCX 125 als Einsteigermodell. Die Preise beginnen bei 3.190 Euro. Gegen Saisonende wird der PCX 125 übrigens zum Sonderpreis von 2.790 Euro angeboten.